und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ich habe es irgendwie vergessen. Es ist Mittwoch, der 18. Mai. Und wieso habe ich jetzt mein Handylicht angemacht? Es ist Mittwoch, der 18. Mai, 9.19 Uhr. Und ich habe mich gerade abgeschminkt, weil ich es gestern Abend vergessen habe. Das passiert mir eigentlich wirklich nicht oft, aber gestern ist es mir passiert. Naja, ist auch egal. Lass uns nicht weiter drüber reden, dass man sich abschminken soll abends. Das wissen wir alle. Deswegen sehe ich auch gerade noch so ein bisschen rot überall aus, weil ich sehe immer rot nach dem Abschminken aus. Ich bin gerade dabei, mir... Oh, ich habe noch 10% Akku. Shit. Ich bin gerade dabei, mir den Amber Heard und Johnny Depp Trial von gestern anzugucken. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Den gestrigen Tag. Schaue ich mir als Zusammenfassung an. Der geht eine Stunde 21 anstatt 8 Stunden. Beziehungsweise das ist nur das, wo Amber Heard von Johnnys Anwältin befragt wird. Ich finde das alles so spannend. Es ist grauenvoll, es ist wie eine Serie und man fühlt sich irgendwie übel schlecht, weil es halt einfach deren echtes Leben und beide Leben wurden gerade komplett zerstört. Klar wird man sich immer dran erinnern, aber ich glaube, der geht im Positiven raus und die Leute lieben ihn alle und denken eh alle, dass er unschuldig ist. Und Amber hat halt verkackt, ne? Egal, ob es wirklich vielleicht doch so war oder nicht. Ich glaube zwar, dass sie viel lügt. In irgendeiner Form wird vielleicht irgendwo was dran sein, aber safe nicht im Ansatz so, wie sie es sagt. Und ich meine, sie hat ihn ja auch abused. Offensichtlich. Und das hat sie auch, glaube ich, schon zugegeben. Naja, es ist auf jeden Fall spannend, wie die komplett auseinandergenommen wird von der Anwältin von Joey. Jetzt sag ich schon Joey, nicht von Joey, von Johnny. Kurzer Disclaimer, liebe Leute. Ich habe ein wichtiges Thema hier zu besprechen. Und zwar, vielleicht habt ihr es schon auf Instagram und TikTok mitbekommen, aber diesen Freitag, nee, heute Nacht, oh mein Gott. Wenn ihr das seht, heute Nacht um 0 Uhr wird mein neuer Song endlich rauskommen. Ich habe seit über einem Jahr keine Musik mehr rausgebracht und ich bin so froh, dass ich endlich meinen neuen Song mit euch teilen kann. Und zwar nennt er sich Ego und er klingt so. Muss dir was beweisen, dir geht es mal wieder um dich selbst. Sorry für dein Ego, dafür ist echt kein Platz. Du willst immer mehr, wenn du's nicht haben kannst. Sorry für dein Ego. Okay, mehr kriegt ihr jetzt noch nicht zu hören. Heute Nacht um 0 Uhr wird er auf Spotify, auf Apple Music, auf Amazon Music, auf dieser überall verfügbar sein. Ihr könnt ihn jetzt schon pre-saven, dann habt ihr ihn direkt in euren Lieblingssongs. Ich packe euch den Link dafür unten in die... nicht in die Kommentare, sondern in die Infobox. Ich freue mich so, so, so unfassbar doll. Also schaut unbedingt vorbei. Heute Nacht um 0. Ab morgen wird es überall zu streamen sein. Und am Sonntag kommt das Musikvideo. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr liebt's. Ich liebe es. Und jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Ja, was ich jetzt eigentlich machen wollte, weswegen ich so früh angefangen habe zu vloggen. Ich fange irgendwie nie so früh an zu vloggen, glaube ich. Naja, ich war gestern Warum wollte ich jetzt die Uhrzeit sagen? Ich war gestern mit meiner Mama bei Ikea und ich habe ein paar Sachen gekauft, weil ich eine Aufbewahrungsbox für meine ganzen Nagelsachen brauchte. Ich mache nämlich jetzt immer meine Nägel selber, habe ich mir gedacht. Ich habe mir dafür einige Sachen gekauft und ich hatte auch noch einige Sachen. Weil ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich mir mein eigenes Nagelstudio aufgebaut habe und mir die Nägel selber gemacht habe. Das war aber ein komplettes Desaster. Deswegen habe ich damit einfach direkt wieder aufgehört. Aber jetzt habe ich wieder angefangen, weil ich eine neue Methode gefunden habe. Und das hier ist mein erstes Ergebnis. Vielleicht habt ihr es schon auf Instagram gesehen, aber Leute, ich bin talentiert. Guckt es euch an. Ich muss mal jetzt, glaube ich, ins Licht gehen kurz. Das sind meine Nägel, die habe ich komplett selber gemacht. Ich habe die Tipps selber angeklebt. Ich habe das Gel selber drauf gemacht. Ich habe das Design selber gemacht. Ich habe alles selbst gemacht. Und es sieht einfach, kann ich jetzt einfach mal so droppen, es sieht aus wie aus dem Nagelstudio. Sind wir mal ehrlich, sieht richtig krass aus, oder? Also ich bin richtig stolz drauf und ich werde auf jeden Fall jetzt immer meine eigenen Nägel machen. Ich bin richtig hyped, diese Nägel hier abzumachen und ein neues Design zu machen. Aber ich will die jetzt auf jeden Fall erstmal dran lassen, weil das wäre auch ein bisschen wack, wenn ich jetzt jeden Tag meine Nägel neu machen würde. Also das bleibt jetzt erstmal ein paar Wochen so lange, wie ich es aushalte, weil ich habe wirklich Lust, neue Nägel zu machen. Aber ich werde jetzt bald auch Jana die Nägel machen und das mitfilmen für ein YouTube-Video. Und ich werde wohl auch meinem Freund vielleicht die Nägel machen dürfen. Einfach nur fürs Video. Danach mache ich es natürlich sofort wieder ab. Vielleicht habe ich dann aber auch die Nagelfeile, um es abzumachen, verloren. Nein, Spaß. Würde ich natürlich niemals tun. Ich habe jetzt auf jeden Fall wirklich richtig viele Nagelsachen, weil ich mir noch mehr dazu geholt habe. Und heute kommt auch noch ein Paket von Amazon an mit so Glitzersteinchen und sowas. Das zeige ich euch dann später. Oh mein Gott, jeder Vlog ist im Moment irgendwie so ein richtig weirdes Thema. So ein neues crazy Hobby von mir. Erst zeige ich euch mein Hochbeet. Anderthalb Vlogs lang. Und jetzt geht es hier nur noch um Nail Design. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber ich liebe es. Ich habe mir diese Box hier geholt. Ich weiß nicht, wie die heißt, ehrlich gesagt. Ah, ich habe das hier nicht abgemacht. Das sind die Cookies-Boxen.
einmal die normale Box, da gehört das hier und das zu und dann auch noch so ein Einsatz. Das hier ist auch Cookies, logischerweise, da könnt ihr die Nummer sehen. Und das ist so ein mega praktischer Einsatz mit verschiedenen Fächern, wo man dann Sachen ordnen kann, wie zum Beispiel diese hier. Oh mein Gott, Alter. Ich habe gestern Abend einfach schon mal alle meine Nägelsachen zusammengesucht und hier reingeschmissen. Also wirklich komplett unordentlich. Alles fliegt irgendwie drin rum. Ich habe mir vorgenommen, das jetzt heute mit euch zusammen alles zu ordnen. Hier sind die ganzen Farben drin und oh, das ist wirklich, also Ordnung sieht anders aus. Aber das werden wir jetzt auf jeden Fall ändern. Dafür habe ich ja genau das hier gekauft. Ich zeige euch aber mal noch kurz, was ich noch gekauft habe. Nicht so spannend eigentlich, aber ich finde es schön. Deswegen wollte ich es zeigen. Ich habe außerdem noch diese Vase hier geholt, weil ich an meinem Geburtstag super viele Blumen bekommen habe, worüber ich mich natürlich mega gefreut habe. Aber ich hatte keine Vasen für die Blumen. Also ich hatte zwar so Gläser, wo ich es reintun konnte, aber die waren so dünn oben, die Gläser, dass keine Luft mehr durchgekommen ist zum Strauß und die Stiele unten verschimmelt sind. Ja, that happened. Deswegen habe ich mir jetzt eine richtige Vase für hohe Blumensträuße gekauft, wo meine Stiele nicht verschimmeln werden. Das ist die hier, die ist von Ikea und das ist die. Sie hat keinen Namen, aber das ist die Nummer, falls ihr euch sie auch holen wollt. Ich finde sie sehr schön. Meine Mama überlegt jetzt auch, sie sich nachzukaufen, obwohl die definitiv genug Vasen hat. Also falls ihr mir Blumen schicken wollt, you are free to do so. Ich habe jetzt endlich eine Vase, wo keine Stiele verschimmeln. Spaß, schickt mir keine Blumen. Das wäre weird, wenn ihr meine Adresse kennen würdet. Und als letztes habe ich mir noch etwas, was ich wirklich nicht brauchte, gekauft, offensichtlich. Und zwar diese wunderschöne Kerze hier. Aber guckt mal, wie perfekt sie einfach hier hinpasst. Ich habe ja diese, was ist das, eine Karaffe? Und den Becher, davon habe ich zwei, die habe ich bei H&M Home gekauft. Diese Salz- und Pfefferstreuer. Guck mal bitte, wie süß die sind. Ich raste aus. Die habe ich ja bei West Wing geholt. Das hatte ich euch, glaube ich, damals auch gezeigt. Und dann habe ich diese wunderschöne Kerze hier gefunden und dachte mir so, okay, egal, ob ich sie brauche oder nicht, die muss mit, weil, oh mein Gott, so perfekt einfach. Die gibt's gerade, glaube ich, in so einem Special-Sortiment von Ikea. Also falls ihr diese Kerze auch haben wollt, weil ihr auch Konsumopfer seid und die Farben einfach voll schön sind, dann rennt lieber jetzt zu Ikea, weil es gibt's bestimmt bald nicht mehr. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier meine Box sortieren und euch mitnehmen. Ich liebe es, wenn Leute in Videos Sachen sortieren und das so als Zeitraffer mitlaufen lassen. That's why you will receive that now. Viel Spaß! Ich werde es mir wahrscheinlich am Ende sogar selber richtig oft angucken. Ich habe gerade eine halbe Stunde, glaube ich, das hier alles einsortiert und es sieht mega aus, ne? Also es ist genau so, wie ich es mir gedacht habe. Und jetzt kriege ich diesen Deckel einfach nicht drauf. Der Deckel passt nicht. Ich raste aus, ne? Ich hätte es auch sehen können, ne? So ist nicht. Aber die Nagellacke, die sind zu hoch. Jetzt kann ich, ja, die Hälfte nochmal machen. Cool! It is done! Finally! Ich kriege es zu! So sieht es jetzt aus und ich bin richtig zufrieden. Ich finde es mega nice. Ich bin froh, dass ich mich für diese Box hier entschieden habe. Ich wollte erst so eine durchsichtige von Ikea nehmen, also diese ganz standardmäßigen Teile. Die hatten auch so Innenaufsätze, aber das sah mehr aus wie so ein Baukasten. Nicht Baukasten, sondern wie so ein Werkzeugkasten. Und dann habe ich das hier gesehen und very, very cool. Was war das jetzt eigentlich? Ich bin manchmal richtig komisch. Sorry, Leute. Aber ich zeige euch jetzt mal eben den Inhalt. So sieht das gute Stück hier von außen aus. Ich finde es auch mega geil, dass man das so hier so gut festhalten kann und es nicht nur dieses Teil hier hat. Ja, jetzt kommen wir aber mal zum Inhalt. Und zwar sieht es jetzt so aus. Ich habe diese Teile immer noch nicht abgemacht. Mega dumm. Mach ich gleich. Hier ist jetzt das obere Fach. Hier sind noch einige Sachen leer, aber wie ich ja schon erzählt habe, kommen nachher auch noch einige Sachen von Amazon an, die so designmäßig sind und ich weiß nicht, wie groß die sind. Deswegen muss ich mal schauen. Aber hier sind jetzt die ganzen Nail-Tipps in den verschiedenen Größen drin. Hier sind Pinsel. Hier habe ich die ganzen geswatchten Farben. Zumindest die Semilack-Farben oder Semilack. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Hier ist so ein kleines Design-Ding. Ich weiß nicht, wohin damit. Mein Arm ist Aufbaugel, komplett alleine. Hier sind die ganzen Werkzeuge. Also einmal dieses Drill-Ding, was die im Nagelstudio auch immer haben, dieses elektrische. Dann habe ich hier so einen Nagelhautcutter, einen Nagelkürzer und noch so Aufsätze für das Teil. Hier sind 1000 Milliarden Nagelfeilen. Also wirklich nur Nagelfeilen und so Holzstäbchen. Und jetzt kommen wir hier unten hin. Moment. Da. Wow. Oh mein Gott, das ist schwer. Hier sind ganz viele Wattepads.
Wattepads. Dann hier die UV-Lampe, obviously, oder LED, ich weiß gar nicht, was es ist. Hier die ganzen Nagellacke, einmal die ganzen Semilack-Nagellacke, die ich habe und dann noch meine alten Neonail-Nagellacke. Hier sind noch so Schablonenteile, die ich eh nicht benutze. Ein Mini-UV-Lampending für Reisen zum Beispiel. Das ist so richtig klein, da kann halt wirklich nur so ein, zwei Finger drunter, aber ist vielleicht mal ganz praktisch. Schablonen, die ich eh nie wieder benutzen werde, weil mit Schablonen das machen ist richtig ätzend. Aber ich behalte sie trotzdem mal. Und hier ist richtig viel Aceton, also so Gel Polish Remover und Nail Cleaner. Und das war's. So sieht's jetzt aus. Ich finde es mega nice, weil es alles super ordentlich ist. Und wie wir mich kennen, ich liebe Ordnung. Spaß. Ich bin immer sehr unordentlich, aber ich liebe trotzdem Ordnung, okay? Also, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich habe mich gerade fertig gemacht, Leute. Und das hier ist nicht mein Outfit des Tages tatsächlich. Aber ich habe gerade Bilder gemacht. Ich habe diese Ohrringe hier neu. Das sind so, ja, eigentlich Plastikkreolen. Passend zu meinen Nägeln habe ich nämlich gedacht, ich will irgendwie Instagram-Bilder machen. Und dann habe ich diese Kreolen entdeckt, beziehungsweise mir letztens gekauft. Ich wusste, dass ich sie habe. Und ich wollte irgendwas Lilanes anziehen. Und das einzig Lilane, was ich so richtig hatte, war das hier. Dieses Kleid hier von Zara. Das habe ich letztes Jahr bei Zara gekauft und kein einziges Mal bis jetzt getragen, weil es absolut eng ist und ich mich nicht getraut habe, es zu tragen, weil ich zu insecure war. Aber ich habe gedacht, jetzt kann ich es wenigstens mal für Fotos anziehen, weil ich es eigentlich richtig, richtig schön finde. Und ich glaube, die Fotos sind auch gut geworden. Ich habe die gerade einfach hier mit meiner Kamera und so einem Lichtding vor dieser wunderschönen weißen Wand gemacht. Also richtig schlicht. Nicht wirklich sommerlich, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock gehabt, alleine rauszugehen. Außerdem ist es gerade so richtig krass Mittagssonne, da kann man sowieso nicht gut Fotos machen. Deswegen habe ich die Fotos da jetzt vor der Wand gemacht. So richtig unprofessionell einfach. Ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Normalerweise mache ich immer Fotos mit Selbstauslöser, aber da hatte ich jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf, das so mit meiner Kamera zu verbinden und so. Deswegen habe ich einfach ein Video gemacht. Ich versuche das mal zu öffnen. Hello. Hier, ich habe ein Video gemacht und da werde ich mir jetzt einfach Screenshots rausmachen. Tada. So werden ungefähr die Fotos aussehen. Ich werde das jetzt in Premiere laden. Da kann man nämlich richtig gut Screenshots machen, die dann auch eine gute Qualität haben. Das heißt, es wird trotzdem ein gutes Foto sein, auch wenn es quasi nur ein Screenshot von einem Video ist. Also falls ihr sowas machen wollt und zufällig Premiere Pro von Adobe habt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also ich habe jetzt Premiere Pro geöffnet und die Sequenz hier einfach mal importiert. Und da würde ich jetzt normalerweise so durchgehen und mir den Moment, den ich als Foto haben will, quasi suchen erstmal. Das hier finde ich zum Beispiel schon ganz süß. Das kann man machen. Und dann kann man hier unten einfach auf Frame exportieren gehen. Das ist sozusagen kein Screenshot, sondern es ist der Frame als Foto dann im Endeffekt. Da geht man einfach drauf und dann kann man es sich speichern. Und dann hat man tatsächlich schon das Foto in richtig guter Qualität. Ich zeige es euch mal eben. Woo. Where is it? Tada! Und hier haben wir schon das Foto und ich kann hier richtig nah dran gehen und okay, so gut kostet es. Mega fail. So gut ist die Qualität jetzt nicht, dass man so nah dran gehen kann und es noch super scharf ist, aber für Instagram reicht's allemal und es ist trotzdem richtig gute Qualität immer noch. Es ist sogar schon ganz süß, das Foto. Kann man nehmen. Und hier werde ich jetzt die ganzen Frames raussuchen und ich hoffe, ich habe nicht zu viele, weil das ist immer mein Problem. Ich kann mich meistens nie entscheiden. Oder ich finde gar nichts. Eins von beiden. Sind ausgewählt. Tada, there they are. Ich packe die jetzt in Lightroom und da kann ich sie dann bearbeiten. Das hier ist jetzt meine Auswahl. Ich habe 11 Fotos. Einmal das, was ihr vorhin gesehen habt. Das. So. Und die werde ich jetzt auswählen und dann einfach bearbeiten. Mit Presets oder ohne. Ich glaube, ich bin fertig und ich glaube, es ist cool geworden. Ich zeige euch mal die Vorher-Nachher-Bilder. Ich habe mir jetzt 5 ausgewählt. Ich werde wahrscheinlich nicht alle hochladen, aber das ist jetzt erstmal so die Auswahl, die ich bearbeitet habe. Okay, ich zeige es euch. Das hier ist einmal das Bild unbearbeitet und hier ist es bearbeitet. Ich glaube, man kann es jetzt irgendwie nicht so gut erkennen. Könnt ihr es erkennen? Ist halt ein bisschen doof über den Bildschirm jetzt. Egal. Das hier ist Bild Nummer 2, was ich ausgewählt habe. Das ist es bearbeitet. Das ist unbearbeitet. Bearbeitet, unbearbeitet. Bild Nummer 3, bearbeitet, unbearbeitet. Ihr könnt sehen, die Ohrringe haben normalerweise einen anderen Ton als mein Oberteil. Das habe ich angepasst und jetzt hat es den gleichen. Dann habe ich noch das Bild, das ist einmal bearbeitet und unbearbeitet. Also so ein Riesenunterschied ist es nicht. Und dann habe ich noch das Bild hier. Und ich weiß nicht genau, welches der Bilder ich poste. Auf jeden Fall das, das und das. Aber ich kann mich nicht entscheiden zwischen dem und dem. Ich weiß nicht, ob es mega random ist, dass ich da plötzlich
ich mit einem Starbucks-Becher bin oder dass es oder ob es cool ist, weil man dann halt auch die Nägel mal sehen kann, was vorher nicht ist. Und das Bild finde ich so ein bisschen weird irgendwie, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht lade ich auch einfach alle hoch, keine Ahnung. Wenn der Vlog hier online kommt, dann ist es bestimmt eh schon da. Weil ich habe jetzt auch seit langer Zeit kein Instagram-Bild mehr hochgeladen. Mein letztes Foto, das hier, das habe ich am 29. April hochgeladen und das ist lange her. Deswegen muss ich langsam mal wieder anfangen, Instagram-Bilder hochzuladen. Aber ich habe es irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die letzten Wochen, ist jetzt nicht so, dass ich mich hässlich gefühlt habe oder so, aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt, Bilder zu machen. Keine Ahnung. Ich kann euch nicht sagen, woran es lag, aber ich hatte so gar keinen Bock, mich selbst zu fotografieren oder fotografieren zu lassen und habe nicht so diesen, also ich hätte wahrscheinlich nur so casual Gammelfotos hochgeladen und das wollte ich irgendwie auch nicht machen. Ich will schon, dass die Bilder cool aussehen. Aber ich hatte gar keinen Bock irgendwie so mich aufzustylen. Also ich hatte schon Bock, mich aufzustylen, aber ich hatte keinen Bock, Fotos von mir zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen habe ich es irgendwie nicht gemacht. Aber jetzt fange ich wieder an. Jetzt geht's wieder los. Und zwar direkt richtig, richtig nice, denke ich. Also ich finde die Bilder cool. Ja, genau. Hi! Was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Oh mein Gott. Leute, wie ihr eventuell erkennen könnt, war ich gerade oder bin ich gerade Fahrradfahren. Jetzt mein Fahrrad. Guckt, wie wunderschön das ist. Das ist richtig süß. Das ist so ein Sushi-Bike. Eigentlich ist es ein E-Bike, aber mein Akku ist leer. Also ist es in dem Fall ein normales Fahrrad. Ich habe nur meine kleine Kamera eingepackt, weil ich keinen Bock hatte, die große mitzunehmen. Deswegen sieht das Bild jetzt ein bisschen anders aus. Aber das war die dümmste Idee, die ich seit langem hatte, im Wald Fahrrad fahren zu gehen zu dieser Jahreszeit. Ich bin einfach so krass allergisch gegen alles. Mein Hals juckt, mein Gaumen juckt des Jahrhunderts todesdoll. Das war die dümmste Idee, die ich seit langem hatte, Ende Mai Fahrrad fahren zu gehen im Wald. Ich habe es immer noch nicht gerafft, dass ich einfach übelst allergisch gegen alles bin, was diese Jahreszeit hier blüht. Es ist richtig schlimm, mein Hals juckt, mein Gaumen juckt, alles ist eklig und meine Nase fängt an zu jucken und zu laufen. Es ist wirklich nicht schön. Das war ziemlich dumm. Und noch dazu ist es übelst heiß draußen. Ich glaube, heute ist der wärmste Tag der ganzen Woche. Ich schwöre, es sind bestimmt 30 Grad. Ich guck mal kurz, wie warm es ist. Es sind 28 Grad draußen. Kein Wind und übelste Sonne. Und Julia geht erstmal im Wald Fahrrad fahren. Mit Heuschnupfen, mit Pollenallergie. Na egal. Ich war die ganze Zeit in meiner Wohnung am Schneiden und habe irgendwie so gar keinen Bock mehr gehabt. Also ich war richtig gelangweilt und genervt und dachte mir so, mein Gott, draußen ist so schönes Wetter, ich muss rausgehen. Und deswegen bin ich jetzt alleine Radfahren, wie ich glaube ich schon 500 Mal gesagt habe. Aber die Aussicht ist schön immerhin. That's the view. Es ist richtig peaceful. Hört man die Vögel? Hört man sie? Oh, und das Auto, was da gerade kommt. Hey, du machst alles kaputt. Oder kommt's von da? Von wo kommt das Auto? Auto kommt von da. Okay, never mind. Es kamen Autos von beiden Seiten. Deswegen musste der eine jetzt Platz machen. Da seht ihr das andere Auto. Ich bin doch kein Idiot, der nicht hören kann. Es kamen echt Autos von beiden Seiten. Vor allen Dingen gleichzeitig. Hier kommt nie jemand her und dann einfach beide auf einmal. Aber vielleicht hat der mein Amazon-Paket gehabt. Das war ein Postmann. Da sind meine ganzen Nägelsachen drin. Ich will jetzt nach Hause. Okay, never mind. Er fährt in die andere Richtung. Kann man ihn sehen? Nein, man sieht ihn nicht mehr. Da sieht man ihn. Da ist er. Kannst du bitte in die Richtung fahren? Das ist die falsche. Er fährt in die falsche Richtung. Er bringt mir nicht meine Nail-Sachen. Mann. Leute, ich bin offiziell der größte Idiot auf diesem Planeten. Ich so mit meinem City-Bike. Ist halt literally nicht im Ansatz ein Mountainbike, was ich hier habe. Hab mir gerade gedacht, hey, da ist so ein cooler Fahrradweg querfeldein. Fahr ich doch da mal lang. Wenn ihr ungefähr erkennen könnt, wie schmal der ist und wie ruckelig der ist. Ich glaube, man sieht das überhaupt nicht. Der ist richtig ruckelig. Das ist die holprigste Fahrt, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und jetzt kann ich auch nicht mehr zurück, weil ich bin schon zu weit gefahren. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier langkomme. Ich weiß null, wo ich bin. Scheiße, Mann. Vor allen Dingen dieser Korb hier, ne? Ich denke die ganze Zeit, der fällt gleich ab. Ich schwör's euch, was mache ich hier gerade eigentlich? Ich versuche voranzulaufen. Das wird auf jeden Fall eine super Fahrt. Scheiße. Ja, habe ich mir auf jeden Fall richtig gut ausgesucht. Der Weg ist perfekt für meine kleinen City-Reifen. Ich muss jetzt schieben, aber ich weiß zumindest wieder, wo ich bin. Leute, ich bin wieder da. Und ich habe so eine scheiß Rotznase. Und mir ist so unnormal heiß. Sorry für diese Geräusche. Ich habe gerade einfach auf dem Nachhauseweg durchgängig durchgenießt und habe einfach nur gehofft, dass mir kein Auto entgegenkommt, weil ich es sowieso nicht sehen würde, weil ich die ganze Zeit meine Augen zu hatte, weil ich die ganze Zeit am Niesen war. Es ist richtig schlimm. Hat sich mega gelohnt auf jeden Fall. Aber immerhin war es schön anzusehen. Jetzt bin ich wieder hier und jetzt geht es mir eigentlich nur beschissener als vorher. Mega. Upsi. Radelt, wer gerade ohne Einkaufstasche einkaufen war, alles einzeln tragen musste, auf den Beifahrersitz gelegt hat und jetzt von oben eine Tasche geholt hat, weil das hier habe ich nicht nochmal Bock, ohne alles hochzutragen.
Alle Lebensmittel haben die Wohnung erfolgreich erreicht. Ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Es ist nicht mega viel, es ist mehr, als ich wollte, obviously, weil immer. Aber das hier ist jetzt mein Einkauf, warte. So, jetzt ist auch alles wunderschön angestrahlt. Ich habe gefrorene Laugenbrezen gekauft, Toast, super spannend. Dann habe ich so einen Käse hier geholt. Keine Ahnung, ich wollte einfach irgendwie so einen Mini-Brie-Käse und das war der kleinste, den ich gefunden habe. Weil sonst wird der niemals aufgegessen. Dann habe ich Tomaten geholt, Himbeeren und Nektarinen, weil es keine anderen Früchte gab. Alles war ausverkauft. Dann habe ich einmal Büffelmozzarella-Minis geholt und normale Mozzarella-Minis. Eine Avocado, Käse, vegane Mühlensalami, Feta-Käse, Mini-Gurken, weil ja, ich hätte auch eine normale Gurke nehmen können, aber Mini ist halt cooler. Und dann 3 Joghurts. That's my Einkauf. Thank you for your Aufmerksamkeit. Es ist viele Stunden später und guckt mal, Leute, meine Mama hat mir Blumen gebracht. Voll süß. Ich habe ja gestern mit ihr diese Vase hier gekauft, die habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und sie hat mir Tulpen dafür gebracht. Voll süß. Lila und weiß. Die passen perfekt zu meinen lila-weiß-gelben Sachen hier. Und sie ist immer noch neidisch auf meine Vase. Also falls du das siehst, Mama, du hast genug Vasen. Du brauchst diese Vase nicht. Und meine Nail-Sachen sind angekommen. Ich freue mich mega. Endlich sind die Sachen da. Ich habe ganze Zeit wirklich Amazon refreshed. Amazon? Amazon? Eigentlich sage ich mal Amazon. Wieso habe ich gerade Amazon gesagt? Ich habe die ganze Zeit die Amazon-Seite refreshed und geguckt, wann mein Paket endlich kommt. Jetzt ist endlich alles da. Ich habe einmal Imitation Leaf Shaben Flakes gekauft. Also, ja, Blattgoldfolie. Das ist natürlich Fake Blattgold, oder? Ja, doch, Imitation steht da ja. Das ist einmal in der Farbe Gold und dann kam das noch in einem Set mit Silber und Roségold. Das heißt, ich habe jetzt alle 3 Farben, die man possibly gebrauchen könnte, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich sowieso nur Gold nehmen. Vielleicht noch Silber, aber Roségold finde ich irgendwie hässlich. Aber vielleicht muss ich irgendjemandem mal die Nägel machen, der Roségold möchte, weil ich bin ja jetzt hier Nageldesignerin Nummer 1 in der City. Spaß. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall so krass vorgesorgt. Ich könnte wirklich jedem hier in der Stadt die Nägel machen wahrscheinlich. Ich habe noch Sticker und so kleine Blumen und Steinchen geholt und eigentlich kamen diese getrockneten Blumen, das sind echte Blumen by the way, in diesen 3 Sets hier, aber ich habe ja auch noch Glitzersteine bestellt und dafür brauchte ich irgendwie einen Container und ich hatte keinen und weil diese Steinchen hier, die kamen nur in so einer Plastiktüte und da konnte ich sie halt echt nicht drin lassen. Das sind so richtig, richtig kleine Steinchen. Ich hoffe, man kann das irgendwie erkennen. Beziehungsweise, wenn man es nicht erkennen kann, dann wisst ihr, sie sind wirklich sehr, sehr klein. Sie sind auch sehr klein. Meine Schwester meinte, dass sie unbedingt so Steinchen haben will für dieses Design hier. Ich packe euch das mal hier als Bild rein. Und dafür habe ich die Steinchen geholt. Ich finde es auch mega süß. Aber wie gesagt, eigentlich waren das 3 Blumenteile. Ich habe nur die ganzen Blumen dann in 2 reingepackt, weil das halt auch gepasst hat. Das waren sowieso meistens irgendwie die gleichen. Und keine Ahnung, warum die das in 3 aufgeteilt haben. Das sind auf jeden Fall so getrocknete Blumen, die gefärbt wurden. Also so sehen die aus. Finde ich mega süß. Hier sind auch noch so kleine grüne Blätter und das andere sind alles so kleine Mini-Blüten. Und hier sind noch verschiedene andere Blüten. Einmal so größere, jeweils eine in Pink, Grün und Orange. Dann so kleine blaue, grüne und lilane hier. Das sind alles die gleichen. Und dann noch so einzelne Blütenblätter. Also die passen nur als einzelne Blütenblätter auf den Nagel. Wirklich sehr, sehr viel Auswahl. Da kann ich jetzt einiges auf meine Nägel machen. Irgendwann dann, wenn die hier ein bisschen rausgewachsen sind. Ich war ja wirklich vorhin schon wieder kurz davor, sie einfach abzumachen und neues Design drauf zu machen. Aber ich werde es lassen. Ich habe auch noch Sticker geholt, weil ich so ein Design gesehen habe, wo eine Smileys auf ihren Nägeln hatte. Und ich fand das so mega süß. Allerdings bin ich mir sehr sicher, dass ich safe keine akkuraten Smileys machen kann. Also selber malen kann. Deswegen habe ich mir Sticker gekauft. Das sind ganz viele verschiedene. Da sind manche ziemlich hässlich, aber manche auch ziemlich süß. Also kann einmal so durchgehen. Das hier sind auch Sticker, alles so verschiedene Smiley-Sticker. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht alle davon benutzen, vor allen Dingen. Obwohl, die sind eigentlich ganz süß, das sind so Blumen. Dann haben wir noch die hier. Was ist das eigentlich? Ah, das ist süß. Das sind so Regenbogenherzen und Smileys. Das ist cool. Dann sind hier noch so crazy ones. Hier sind noch weitere. Hier sind noch weitere. Das sind... Oha, hier ist einfach ein Drew-Smiley. Erkennt man das? Von Justin Biebers Marke. Wie cool ist das denn? Also safe nicht original und ganz sicher nicht erlaubt, dass man das hat. Aber ist ja mega cool. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal auf meine Nägel machen. Und zu guter Letzt, das ist das Allersüßeste, wirklich. Das ist die das ist eigentlich die Seite, wofür ich es haben wollte. Wie süß ist das bitte? Das sind einmal diese ganzen Smileys hier, dann kleine Herzen und kleine Enten. Ich heule. Das ist so mega cute. Also Smileys habe ich jetzt auf jeden Fall auch erst
war wieder genug, würde ich sagen. Und zu guter Letzt habe ich mir dann noch so Picker hier geholt. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt, aber das sind so Wachs-Gem-Picker. Ja, doch, es sind Picker. Und die sind dafür da, um Rhinestones aufzupicken, also dass man die easy auf die Nägel machen kann. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, weil das ist so ein Wachstipp. Keine Ahnung, ob man das irgendwie vorher warm machen muss oder so, dass das hält, aber... Ah ja, doch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da ist jetzt auf jeden Fall ein kleiner Stein drauf. Scheint zu funktionieren. Die andere Seite, keine Ahnung, wofür die ist. Nee, die hält auf jeden Fall keinen von diesen kleinen Steinchen, also... Keine Ahnung, aber die waren am besten bewertet. Und so eine Nagel-TikTokerin, der ich folge, die macht das immer mit diesen Teilen. Deswegen dachte ich, ist bestimmt gut. Keine Ahnung, ich bin jetzt auf jeden Fall bestens ausgestattet. Und das werde ich jetzt mal in meine... neu sortierte Box hier einsortieren. Yay! Ich habe natürlich vergessen, ein Outro zu machen, because I'm a stupid bitch. Vergesst nicht, heute Nacht um 0 Uhr kommt mein neuer Song Ego raus. Hier nochmal eine kleine Preview. Was hier passiert, was du das nötig hast? Was deine Mom, was du da machst? Okay, das reicht. Ich werde safe von mir selbst demonetarisiert, wenn ich das jetzt weiterlaufen lasse. Heute Nacht um 0 Uhr kommt er raus. Sonntag kommt das Musikvideo. Ihr könnt gerne pre-saven, dann ist der Song heute Nacht direkt in euren Lieblingssongs. Dazu ist der Link unten in den Kommentaren. Nicht in den Kommentaren, ich habe es vorhin schon gesagt. In der Infobox. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.